Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 44er DLC-Schlacht von Plo-Ice-T. Ich frage mich immer noch, wie es ausgesprochen wird. Wir müssen einerseits den Russen Druck machen und sie machen andererseits uns Druck. Ich bin gespannt, ob der Flugplatz jetzt hier hält. Die sind jetzt über den Fluss drüber. Das wird auf jeden Fall sportlich hier. Auf der anderen Seite machen wir hier oben Druck. Leider haben wir den Panzer nicht rausbekommen und die Hummel kommt hier auch nicht mehr ran. Ja. Ich würde sagen, wie immer zum Start gibt es erstmal einen Rundenwechsel. Ich bin jetzt hier noch kurz am Gucken, was wir hier noch machen können. Das kann man schon mal noch machen. Die Hummel hat leider keine Reichweite und entsprechend geht es jetzt wirklich in den Runden. Die Abwehr, die er da hat, die Rumänen, die ist nicht wirklich gut, ne? Hä? Er hat den Bunker einfach eingenommen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden mit dem Bunker. Immer noch so viele Flugzeuge, obwohl wir ihm jetzt auch schon Flugplätze weggenommen haben, aber er hat, glaube ich, auch einen neuen Flugplatz erobert. Und das ist natürlich tricky. Er schickt wieder überall seine Jägerunterstützung mit, das kennen wir ja jetzt schon. Autsch. Ja, die Artillerie nervt. Er macht eine Unterdrückung, ey. Ist das lächerlich. Ja, die Flugabwehr wird jetzt richtig aufs Korn genommen hier. Und es ist immer noch der rote Russe, der gerade am Zug ist. Da kommt noch eine orangene Einheit oder ein orangener Spieler. Oh, ist die Infanterie auch scheiße. Die kriegt gar nichts auf die Kette. Die ergeben sich. Geht die Flugabwehr raus. Keine Chance, der Panzerjäger. Diese komischen stationären Bunker sind auch für einen Po, habe ich den Eindruck. Eieiei. Aber wir sehen schon, was jetzt passiert. Er lässt sich da ablenken. Jedenfalls ein Stück weit. Ein Damage, ey. Come on. Also, ist jetzt irgendeine russische Einheit hier rausgegangen? Nö, ich glaube keine einzige.
Wie weit kann der denn fahren mit dem LKW da? Ey, jetzt mal ernsthaft. Das ist eine Kavallerie. Gegen einen Panzer. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass eine Kavallerie 5 Damage an den Panzer macht. Hör doch auf mit dem Blödsinn. Wow. Einfach nur wow. Also, ich dachte ja eigentlich, dass das eine Mission ist, wo wir die Oberhand haben, aber eigentlich habe ich eher den Eindruck, dass die Russen hier absolut die Oberhand haben. Die haben absolut überhaupt keine Chance. So, der IS da, der muss auf jeden Fall raus. Da ist noch ein IS. Ach, das ist der Marschall. Da müssen wir... Den müssen wir rausnehmen. Das können wir auch gleich mal den Flugzeugen organisieren. Was macht denn eigentlich der Jäger hier? Hä? So, was hat der Jäger hier gemacht? So, also IS, IS. Das sind jetzt unsere Hauptziele. Da müssen wir jetzt irgendwie ran. So, und dann müssen wir jetzt mal gucken. Wäre natürlich geil, wenn man den vorher irgendwie mit einer Artillerie bearbeiten könnte, aber leider... Leider... Schaffen wir das nicht. Perfekt. Damit haben wir ein Primärziel schon mal erfüllt. Hier fährt das... Wobei, das ist jetzt keine Generalseinheit. Marschall Tolbuchins Hauptquartier. Ja, die Frage ist, woran erkenne ich das denn? Das wird höchstwahrscheinlich auch ein IS-Panzer sein. Und wir sollen von der Gardearmee 22 Einheiten zerstören. Ja, das sind dann, das sind die Orangenen hier. Hier ist auch nochmal ein IS. Das ist jetzt die spannende Frage, worauf wir uns jetzt fokussieren. Wir haben... noch einen Doppler. Der kann auf den IS. Und jetzt haben wir halt den IS noch. Da nehmen wir dann... Minus 2, minus... Krass, wie viel schlechter die sind, ey. Brutal, oder? Gut. Achso, hier ist schon wieder eine Flugabwehr. Ja. Okay, jetzt brauchen wir unsere Jäger. Wir haben ja hier noch Jäger. So, und wir haben hier noch einen Jäger. Der geht mal hierhin, um die zu decken. Und der hier unterstützt jetzt mal ihn. Oh, warte mal. Geh mal dahin. Da ist der Bonus ein bisschen höher. Dann kann er ihn rausnehmen. So, okay. Damit haben wir alle Flugzeuge bewegt, die wir bewegen konnten.
Er könnte jetzt noch angreifen, kann er aber nicht, weil kein Ziel in der Nähe ist. Achso, wir haben noch den Strategen, sehe ich gerade. Den könnten wir jetzt mit dem Jägersupport hier auf die Artillerie. Okay, damit ist er nämlich auch in der Bewegung eingeschränkt. Gut. Damit haben wir dort alles gemacht, was zu machen geht. Hallo? Wow, okay, die Prognose ist richtig schlecht. Das heißt, das machen wir mal lieber nicht. Die Hummel. Tja, was machen wir mit der Hummel? Nutzen wir sie jetzt hier, um schneller durchzubrechen? Die Frage ist, schaffen wir das überhaupt relativ schnell oder ist es sinnvoll, sie jetzt oben rumzuschicken? Das ist jetzt so echt eine spannende Frage. Sekunde mal, hätten die auch direkt dahin gehen können? Die könnten da hochgehen. Aber die kommen auch nicht viel weiter. Wir haben hier. Warte mal. Raus. So, dann rutscht eine Hummel nach. Kommen da leider nicht hin. So, und dann können die aber hier reingehen. Das ist, wobei die Frage ist, ob sie das tun werden. Höchstwahrscheinlich nicht. Und die können wir hier übers Hochgebirge schicken. So. Ich glaube, in der nächsten Runde brechen wir hier durch. Das ist ganz gut. Die schicken wir mal nach hinterher. Dann können wir die da lang führen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Vor allen Dingen müssen wir jetzt hier mal das ganze ein Stück aufbrechen, dass wir dem Panther da helfen. Dafür nehmen wir erstmal den Scout. Gehen erstmal mit ihm dahin. So, dann nehmen wir den Tiger. Damit können wir den Panther jetzt wieder auffrischen. Dann nehmen wir den Panther. Und greifen die Artillerie an. So. Schade. Kriegt er das? Nee. Okay, dann drauf. Mist, der kommt nicht ran. Gehen mal dahin, die Pioniere. So, jetzt ist die Frage. Na, ich will auf den Tiger. Der schafft das auch nicht. Na, Sekunde. Wir nehmen mal hier, machen noch mal einmal. Genau, damit macht die nämlich weniger Damage. Beziehungsweise macht halt gar keinen Damage. So, zack. Dann können wir ihm den Flugplatz wegnehmen. Dann kann. Sind wir jetzt schon wieder eingekesselt? Ja, wegen ihm hier. Der Panther kann sich nicht nochmal bewegen. Der Mörser. Scheiße, der. Ach, wobei, der hat doch hier schnelles Aufstellen, ne? Genau.
halt. Ah, der Scout kann sich nicht mehr bewegen, okay. Ah, verdammt. Och, come on, die geht nicht raus, ey. So eine blöde. Achso, wir haben ja auch eine. Wir haben ja auch noch Artillerien, sehe ich gerade. Pass mal auf. Was ist, wenn ich die da hinsetze? Und was ist, wenn ich die da hinsetze? Dann sind die nämlich eingekesselt. Und so, die Flugabwehrstellung. Die knallt mal auf ihn. Geht dann eins nach vorne. Dann ist sie nämlich hier gut platziert. Und jetzt haben wir hier noch Pioniere. Warte mal, wir haben jetzt... Ah, die können sich alle nicht nochmal bewegen, so richtig. So, und die Pioniere... So, wir haben ihn jetzt auf jeden Fall... Unter Druck. Im Norden. Im Süden halt so überhaupt nicht. Und wir bräuchten dann höchstwahrscheinlich, je nachdem, was er uns jetzt entgegenwirft, dann mal eine Runde, wo wir hier mal ein paar Einheiten auffrischen. Hier wird es definitiv spannend. Wir haben immerhin ein Primärziel erfüllt. Wir haben schon mal einen Marschall zerstört. Den zweiten Marschall müssen wir noch. Und ja, gut, dann gehen wir erstmal in den Rundenwechsel. Warte mal, hier, dann frischen wir ihn mal noch auf. Okay. Wenn unsere Tiger 2 dann auch endlich mal im Kampf ankommen, dann läuft das vielleicht auch ein bisschen besser. Und wenn wir ihm da weitere Flugplätze gleich noch wegnehmen können, wäre das super optimal. Er nimmt da den Bunker. Also diese komischen Bunker sind echt komisch. So, die Flak setzen wir da unter Druck. Ah, er geht auf den Jäger, das ist spannend. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, was der Jäger da als Verteidigung macht. Jetzt fokussen sie da meinen strategischen Bomber. Die fallen einfach um. Ah, guck mal. Ja, genau das, was ich wollte, passiert. Er lässt sich dann nämlich ablenken. So. Ach, guck mal, da ist eine Gardeeinheit. Ja, reibt euch ja nur auf.
Das ist sehr gut. Tschüss. Tschüss, Artillerie. Oh, da kommt jetzt so viel Infanterie. Und das Komische ist, er zieht seine Einheiten unten von den Ölfeldern irgendwie nicht mal nach oben, um da irgendwie vorgezogen irgendwas zu machen. Nö, er bleibt da stumpf stehen. Ach, guck mal. Was bist du denn? Ein IS-2. Aber das ist immer noch der Rote und nicht der Orange. Das ist immer noch nicht die 6. Garde. Das ist immer noch... Was ist denn das, der Rote? Der Rote ist, rein... Irgendwas bunt gemischtes. Aber die 6. Garde ist halt der Orange, ne? Ich frag mich, wie wir... Also... Ach, guck mal. Er will knallhart verhindern, dass wir da an den Flugplatz rankommen hier oben, ne? Also er versucht es hier immer wieder dazwischen zu... zwischenzustoßen. Und auch immer wieder von Süden hier... versucht er mit massivster Gewalt... Jetzt lass doch mal meine Flugzeuge in Ruhe. Da entgegenzuwirken. Die fallen auch einfach um. Wow. Also ich habe jetzt gerade nur über Überrennungsgeräusche gehört. Das wird spaßig. Das ist spaßig. Nicht. Da wir irgendwann keine Stellungen mehr für Flugzeuge haben. Wir müssen uns irgendwann so weit zurückziehen. Ach, guck mal. Jetzt fängt er mal... Okay, nein, er fängt nicht an. Er zieht einfach nur... Das ist das, was ich schon so oft gesagt habe. Gekonnte Unterstützung, nice. Das ist schon das, was ich so oft gesagt habe, dass die KI, wenn du mit einer KI spielst, du bist so... Wie soll ich sagen? Es ist schwierig. Sekunde. So, der muss ich auffrischen. Trotzdem kommen die jetzt nur bis zur Brücke. Das ist irgendwie komisch. Ah, Mist, die Hummel kommt da nicht bis dahin. Machen wir ihn. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Die Hummeln kommen hier tatsächlich. Ach, die kommt ein bisschen, okay. Scheiße. Oh, denkst du irgendwie, ja, geil, geil. Nee, scheiße. Scheiße. So.
Ich will ja immer noch an den Flugplatz ran, ne? Das ist ja meine Hauptintention. So, können wir... Hier in das geschlossene Gelände. Gibt der Abwehrfeuer? Ja, gegen harte Angriffe. Okay, die Hummel geht mal dahin. Die frischen sich auf. Der... Oh, really? Verdammt. Nimm ihn jetzt raus. Hab mir das irgendwie anders vorgestellt, so die Flugabwehr. Das ist ein Bomber, das ist ein Jäger. Das ist ein Bomber. Wir gehen mal auf ihn. So, wir brauchen halt unsere Hummeln hier, ne? Der Scout rückt mal nach. Damit kann die Hummel hier hingehen. Die Flugabwehr, wow, geht erstmal auf die Straße. Die frischen sich erstmal auf. Ei, das ist so eng da. So, die könnten auch ein Stück weiter vorgehen. Die gehen mal dahin. Da ist die Brücke wenigstens dann frei. So. Jetzt, das nächste vorrangige Ziel wäre jetzt erstmal die aufzufrischen. Und den Flugplatz einzunehmen. Damit ist er nämlich jetzt wirklich gezwungen, seine... Ah, wir kommen in die Stadt nicht rein. Der gibt nur... Stell die mal dahin. Der... Ach, guck mal, der kann sich ja doch nochmal bewegen. Ja, nice. Nimm ihn raus. Okay. Gut. So schlecht sieht es ja jetzt gar nicht aus. Jedenfalls hier oben im Norden. Wir sind jetzt hier so weit durch, dass beim... Dass dann hier quasi einen Push direkt Richtung Süden erfolgen könnte. Und wir lenken ihn im Moment eigentlich auch ganz gut ab. Jetzt müssen wir uns mal... Oh Gott. Den Strategen erstmal auf den nächstgelegenen rückwärtigen Flugplatz legen. Hierhin. Hallo? Das ist ein bisschen ruckelig, das Spiel heute. So, und jetzt, ja, jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier reagieren? Ich glaube schon, wobei das Ding ist, das müssen wir jetzt mal testen, selbst wenn die den Flugplatz einnehmen, dann können die Flugzeuge zu dem Flugplatz zurückkehren, das müsste eigentlich funktionieren. Das mal so. So, und jetzt können wir... Jetzt ist natürlich die Frage, reagieren wir jetzt auf den oder reagieren wir auf die Bedrohung? Ich glaube, wir reagieren auf die Bedrohung hier. Wir haben... Also das ist jetzt so, das kann auch sein, dass wir das einfach nochmal neu spielen müssen. Wisst ihr, was ich mal mache? Wir, weil ich nicht sicher bin, wohin die Flugzeuge sich zurückziehen, wenn sie dann wenn sie den eigentlichen Flugplatz, wo sie vorher stationiert waren, wenn der halt weg ist, ne? Und ich gucke jetzt gerade.
Inwieweit wir... Wo ist denn der andere? Der ist hier. Gott, der macht nur eine minus 3. Sportlich. Sportlich scheiße, würde ich sagen. So, jetzt haben wir noch Use. Aha. Jo, da brauchen wir erstmal. Das Problem ist ja auch, dass hier, glaube ich, ein Haufen Flak, nicht Artillerie, sondern Flak steht. Und ich will schon ganz gerne irgendwie an so ein paar Panzer noch ran. Das ist ein Jäger. Okay, was ist denn, wenn ich jetzt minus 1, minus 5... Minus 1, minus 5, okay. Der da angreift. So, und ihn... Oh Gott, der macht ja gar keinen Damage dann. Das ist ja... Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier den eventuell einsetzen könnten. Ja, könnten wir auf ihn... Warte mal, wir müssten ihn mal noch rausnehmen hier. Fällt mir gerade auf. Und dann könnten wir hier drauf schießen. Und die Frage ist halt, hält der Flugplatz hier? Also einer von beiden muss halten. Ansonsten haben wir ein riesiges Problem, würde ich sagen, mit unseren Flugzeugen. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal rausfinden. Es bleibt weiterhin spannend. Hier oben können wir jetzt ganz gut Druck machen, aber hier sieht es richtig scheiße aus. Wenn wir es nicht schaffen, dass auch die Gardearmee sich irgendwann ablenken lässt und Einheiten nach Norden verschiebt, dann wird es tricky. Aber gut, werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt, Gemonfen, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.